Hallo, hier ist wieder eure Hanni und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Ja, und zwar ist heute dran der DM Bio Adventskalender. Ich glaube 22,95 könnt ihr den haben, ne? Und ihr seht, der ist sehr vorteilhaft in so eine Boxen gepackt, ne? Da freue ich mich sehr drauf. Und ich bin gespannt, was drin ist, weil letztes Jahr habe ich mir ein paar Unboxings angeguckt und ich glaube, der war nicht so doll. Vielleicht hat er sich gebessert. Da fand ich den Enna Bio Adventskalender vom letzten Jahr besser, ne? Wir gucken uns einfach mal an, was wir drin haben. Vielleicht bin ich jetzt eines Besseren belehrt und der ist nicht so schlecht. Hier steht mit Überraschungswendemotiv. Ja, ich bin gespannt, wenn man die Boxen umdreht, ne? Hat man ein Motiv, ne? Das würde ich ganz doll begrüßen, natürlich ohne dem DM-Logo hier oben, weil den möchte ich nämlich weiterverwenden. Ne, der wird dann bei eBay oder keine Ahnung, ich denke mal wieder also mit selbst befüllt und so mit Produkten, die ich halt, mache ich immer jedes Jahr so von den Beauty-Boxen. Gut, jetzt ist es nur eine Box, aber trotzdem auch von den Adventskalendern, was man halt so übrig hat. Auch von dem einen oder anderen Tauschpaket hat man denn doch manchmal was, was man jetzt vielleicht doch nicht so braucht. Ne? Ich hoffe, da sind denn die Tauschpakete Packer denn auch nicht so böse, wenn ich die denn in selbstbefüllte Adventskalender dann packe, die Produkte, bevor die hier ganz bei mir verkommen und schlecht werden. Ne? Und ja, ich würde sagen, wir fangen nochmal mit der 1 an. Öffnen, genießen, Schachtel umgekehrt zurücksetzen. Nach und nach entsteht das Überraschungswendemotiv. Ja, ne? Ja. Und es stehen ab und zu, glaube ich, auch mal ein paar Sprüche oben. Ich weiß nicht, ob immer Sprüche oben stehen. Ich weiß es nicht. Ja. Und hier steht oben, jetzt beginnt die schönste Zeit des Jahres. Aber das ist für mich auch immer eine ganz besondere Zeit. Adventskalender öffnen. Oh, ich bin so scharf auf drauf, ey. Ganz ehrlich. Ja, und wir gucken rein, ne? Ode Fröhliche steht hier oben. Ja, ein Weihnachtslied, ne? Ja, was haben wir denn hier? Ist natürlich auch, es ist schon mal eine Tüte. Gut, passt gut rein. Also die Box ist ausgefüllt von, natürlich DM Bio, das brauche ich nicht jedes Mal dazu sagen, Zimtkornflakes mit Honig. Ja, also okay. Ja, bin ich gespannt, wie die schmecken. Hört sich schon mal lecker an, Zimtkornflakes. Ja, okay. Ne? 30 Gramm sind enthalten, also das ist dann gerade mal vielleicht eine Portion. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, Leute. Weil Zimt mag ich ja sowieso. Mal gucken, wie die so schmecken. Ja, schön. Fängt ja schon mal gut an. Ne? Da freue ich mich sehr. Zimt Cornflakes mit Honig. Ja. Nom, 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 nom. Und die ist relativ klein, ne? Relativ schmal. Hat ja auch gut angefangen. Hier haben wir nichts oben stehen. Kein Text, nichts. Aber hier sind so Kokos. Alles hier abgebildet. Vielleicht ist da irgendwas mit Kokos drin, was ja nicht so meins ist. Ne? Naja, dann wird es weiter wandern. Ne? Also man kann ja nicht immer was drin haben, was einem schmeckt. Ne? Dann kommt das weiter. Hm. Ein kleiner Riegel, Kokosriegel zart, bitter. Ist wirklich nur ein kleiner Riegel, 20 Gramm haben wir hier enthalten. Ja, ist okay. Ne? Da weiß ich wirklich noch nicht, ob ich den weitergebe oder ob ich den für mich behalte, weil Kokosriegel ist ja mal so eine Sache. Manchmal hat man ja dann immer auch bloß Kokosraspeln oben, ne? Und es ist dann, aber vielleicht ist er auch mit Kokos gefüllt, aber hier steht nur was von Kokoraspel. Kokosraspel, ja, ob damit Kokos richtig drin gefüllt ist, weiß ich nicht. Naja, wir werden sehen, ne? Ja, das war die zweite. Ich habe ein bisschen Schnippili. Oh, 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 oh. Die 3. Ja, steht hier auch ein Text oben. Unser Tipp. Die Schachteln eignen sich auch prima zum Verpacken von kleinen Geschenken. Aha, ja, danke für den Hinweis. Ja, dann gucken wir mal rein. Ne? Ist nichts abgebildet, ein Hinweis, was da drin sein könnte. Was haben wir? Oh, nicht wegschmeißen. Was haben wir denn hier? Fruchtknapper-Mix mit Sojabohnen. 24 Gramm haben wir hier enthalten. Ja, okay, ne? Biomischung aus gerösteten, aus gerösteten und gesalzenen Sojabohnen, getrockneten Früchten, Mangowürfel, gesüßte Cranberries, Apfelwürfel. Kann man zum Beispiel, ich denke mal, wir werden ja auch Müsli haben, kann man mit den Cornflakes vermischen, ne? Kann man auch, oder dann halt mit ins Müsli rein. Ich denke, da wird auch ein Müsli drin sein, ne? Okay, das wird probiert, ne?
Freue ich mich sehr drauf. Ja. Brauche ich mir ja erstmal keine Gedanken ums Essen machen, weil das wird sowieso gleich vernichtet. Ja. Den stelle ich auf 4. Ist wieder hier unten ein etwas kleineres. Süßer die Glocken nie klingen. Okay. Haben wir hier wieder einen Hinweis? 9. Gucken wir mal, was drin ist, ne? Ein Bonbonchen. Ja, hier steht oben Bio. Ja, natürlich. Es ist ein weißer Schokoladebonbon mit Sahne-Vanille-Trüffelfüllung. Ja, okay. Hört sich schon mal lecker an, ne? Zum Wegschnapulieren, so für zwischendurch. Okay, das ist genau meins. Ich liebe Vanille. Ich liebe auch weiße Schokolade und dennoch mit Vanillegeschmack. Und wenn die dennoch gefüllt sind und Trüffel und... damit könnt ihr die Honey bekommen. Ja, mal schon ein bisschen so, ne? Ein kleines Motivchen. Dann kommen wir jetzt zur 5. Zur 5. Ach ja. Hier haben wir die 5. Haben wir auch die 5. Relativ kleine Schachtel. Ein Hinweis, nein, nicht vergessen. Heute Abend die Schuhe putzen, vor die Tür stellen. Genau, weil das ist ja der Abend von Nikolaus, ne? Na, da sind wir auch gespannt, was drin ist. Obwohl, bei Nikolaus soll es ein bisschen boomen. Da haben wir, ach, ist ja niedlich, Winterknusperherzen. Om nom nom nom, 30 Gramm haben wir hier drinnen. Das sind ja alles kleine Tüten, ne? Da sind so kleine, könnt ihr das sehen? Da sind so kleine, könnt ihr nicht so sehen, ne? Da sind so kleine Herzen drinne. Oh, da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, das ist euch nicht zu laut, wenn ich euch so rumknistere. Da freue ich mich. Schön. Nam, nam, nam. Dragiert mit Vollmilchschokolade, Bio-Getreide, Extruder, dragiert mit Vollmilchschokolade, mit Gewürzen verfeinert. Okay, ja. Bin ich gespannt, wie die so schmecken. Ne? Da werde ich euch, ich werde nicht extra ein Aufgebrauch-Video hier machen von dem Balea-Adventskalender. Das ist Quatsch. Von dem Bio-Adventskalender. Ich werde die Produkte, denke ich, jetzt schon immer so vernichten. Ne? Und dann wird das mal in so einem Monatsaufgebraucht-Video erscheinen. Ne? Genau, da werde ich nicht extra ein Video von drehen, das ist Blödsinn. So, und dann werde ich meinen Senf dann dazugeben. Ne? Einmal im Monat mache ich ja mal so einen Aufgebrauch, weil ich verbraucht habe. Und da fallen, wenn die Produkte alle sind, kommen die da, zeige ich die denn euch. Ne? Jetzt kommen wir zum Nikolausi. So, haben wir hier oben relativ schnell. Also das muss schon ein bisschen boomen. Ne? Nikolaus, da erwartet man ja immer was ein bisschen. Da sind auch kleine Säckchen abgebildet. Und ho, ho, ho steht oben. Für dich vom Nikolaus. Süß. Ist noch ein Hinweis oben? Nö. Gucken wir mal rein, was drin ist. Also es muss schon ein bisschen knallen. Naja. Obwohl, doch, das ist okay. Da haben wir ein Schokololli Vollmilch. Und das ist so ein Schokololli mit so einem Nikolaus. Das feiere ich schon wieder. Das finde ich gelungen. Vielleicht so eine Hohlfigur wäre doch auch besser. Aber das ist gut. Also da haben sie sich wirklich mal einen Kopf gemacht. Nikolaus, kommt auch ein Nikolaus-Produkt rein. Ne? Ja, da freue ich mich sehr über so ein Schokololli. Ja, ne? Lecker, lecker, lecker. Ja, doch, das ist gut. Das haben sie sich was einfallen lassen. Das finde ich okay. Ne? Weiß jetzt nicht, war das hier unten drunter drin oder war das unter der 20 oder über der 20, Leute? Ich weiß es nicht. Das werden wir ja sehen. Also könnt ihr es auch nochmal sehen mit Überraschungswendemotiv. Steht hier oben. Wir träumen von... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, von was träumen wir? Weißen Weihnachten. Oh ja, Leute. Da träume ich wirklich schon seit Jahren mal wieder von. Ich muss auch passen, dass ich nicht immer so halb aus dem Bild verschwinde. So. Da träume ich wirklich... Also muss ich wirklich sagen, ja, aber ich denke, das werden wir so nicht mehr erleben. Schade, schade, schade. Winter, da haben wir es. Na, Wintermüsli mit Datteln, Cranberries und Zartbitterschokolade. 75 Gramm haben wir hier drin. Ist
eine Portion. Ne? Also wenn ich mal Müsli esse, das kommt ja eher selten vor, esse ich das lieber mit Joghurt, mit Naturjoghurt. Und man kann sich, wo haben wir die denn? Wo haben wir die denn? Da kann man sich zum Beispiel das mit ins und das Müsli auch mischen. Ne? Dieses zusammen mit Joghurt oder Milch, je nachdem wie ihr es mögt. Ich esse sowas lieber mit Müsli. Ja, das wäre eigentlich was Gutes mal für die Arbeit. Ne? Ich nehme immer Stullen mit auf Arbeit. Und wenn ich mir dann einfach mal auf Arbeit zur Pause mal einen Naturjoghurt hole und Müsli, ist das auch mal nicht verkehrt. Ist mal was anderes. Ne? Ja, da freue ich mich sehr. Genau, ne? Müsli. Sehr, sehr schön. Ich bin nicht so der Müsli-Esser, aber wenn ich es in den Boxen habe oder irgendwo, ich verschwinde schon wieder, oder irgendwo, wir sind nicht, keine Ahnung wo, esse ich es natürlich auch. Ne? Hier kommen wir zur 8 und es ist schwer. Es ist schwer, die 8, ne? Und hier steht noch 16 Tage, dann ist Weihnachten, steht hier oben. Ne? Gucken wir mal. Es ist bestimmt ein kleines Gläschen. Ui, ja, ist es. Und zwar, oh Gott, ich werde bekloppt, Leute. Ja, was ist es denn nur? Es ist eine Schokocreme. Zartbitter. Alter Schwede. Das ist wieder so ein gefährliches Ding bei mir. Sowas löffel ich so aus. Macht man sich, glaube ich, auf Brot, ne? Hier ist, wie gesagt, ein kleines Gläschen, da hat man 40 Gramm enthalten. Ja, Bio-Brotaufstrich mit Schokolade. Oh, oh, oh. Leute, ich sehe schwarz. Das wird so bestimmt ausgelöffelt, wenn es schmeckt. Oh, geil. Also ich finde den Kalender bis jetzt gut. Also ich werde auf jeden Fall den Enna Bio-Kalender auch unboxen. Und mal gucken, was da denn so drin ist. Ne? Ich bin da auch richtig gespannt drauf. Also ich muss sagen, ich will mich ja sowieso mal ein bisschen durch diese Bio-Schiene mal ein bisschen durchprobieren. DM wie Enna Bio, ich glaube, das ist jetzt nicht so der große Unterschied. Und ja, und da ist so ein Kalender wirklich gut, dass man sich da mal so ein bisschen, ne, mal durchprobieren kann. So, dann kommen wir zur 9. Zur 9. Zur 9. Wo ist die Nein. Ganz groß hier, guck mal, ganz groß. Mit einem Pfefferkuchenmännchen oben. Ja, steht hier was oben? Nein, hier haben wir kein Textchen oben. Was haben wir denn hier drin? Ein Oblaten-Lebkuchen, Leute. Ich werde bekloppt. Schokoliert. Oh, geil, geil, geil. Ein Lebkuchen. 28 Gramm, ne? Das ist eine runde Form. Oh, oh, oh. Oh, ich habe so Hunger. Ich glaube, da werde ich heute gleich mal was probieren. Oh, da bin ich sehr gespannt drauf, wie der schmeckt. Ein Oblaten-Lebkuchen. Ja, da freue ich mich. Na, also, ne? Halt andersrum, das war die 9. Muss man so lang reinmachen. Ja, hier sieht man schon, ne? Da kommt schon so ein Motivchen vor. Da kommen wir jetzt schon zum zweistelligen Bereich. Ich verschwinde immer aus dem Bild. Vielleicht sollte ich doch mal etwas zurückrücken. So, jetzt. Dann kommen wir zum zweistelligen Bereich, nämlich die 10. Macht sich doch besser, wenn ich mir den so hinstelle. Ich habe überlegt, halte ich den in meiner Hand, stelle ich mir den so hin. Aber es macht sich doch besser, wenn die Kalender hier so stehen. Die 10. Und hier steht oben. Knappern erlaubt. Da ist bestimmt noch was zu knappern drin. Bestimmt. Was soll da sonst auch drin sein, ne? Joghurt machen oder wie auch immer. Genau, Bio-Bananenscheiben, frittiert, gesüßt. Haben wir 30 Gramm enthalten. Ja, aber kann man auch so wegknappern, ne? Jetzt verschwinde ich doch schon wieder aus dem Bild. Also heute verschwinde ich andauernd aus dem Bild. Warum ist das so? Ha, auf jeden Fall Bananenschutz. Ja, lecker. Bin ich jetzt eigentlich nicht so der Fan, aber wenn die schon mal da sind, esse ich die auch, ne? Ja, da sah ich doch nicht, nee. Ich probiere gerne mal mich so immer so ein bisschen durch. Hier unten haben wir die 11. Eine kleine schmale Schachtel. Und hier steht oben, leise rieselt der Schnee. Ja, wie wir schon mal hatten, schön wäre es mal wieder, ne? Natürlich haben wir eine kleine
Tafel enthalten Vollmilchschokolade. Oh, mit Zimtkaramell, Leute. Oh, das ist so geil. Da sind wirklich nur 12 Gramm. Oh, lecker, lecker, lecker. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, ja, schön. Freue ich mich. War das jetzt hier? Steht hier oben. Bin ja mal gespannt. Bestimmt was zu trinken? Heiße Schokolade oder so? Nein. Oh, guck mal. Sogar zwei haben wir drin. Winterpunschtee. Winterpunschtee. Haben wir sogar zwei Stück drin. Beides sind das gleiche. Biofrüchte, Gewürztee, Apfelstücke, Zimt, Hibiskus, Blüten, süße Brombeerblätter, Ingwer, Orangenschale, geröstete Zirori. Was ist ein Zirori, Leute? Gewürznelken, Wildapfel und so weiter und so fort. Ja, da haben wir zwei drin. Sehr schön, ne? Zwei Teebeutel, das finde ich gut. Das finde ich gut, dass sie das so dran gedacht haben. Ne? Wer jetzt jemanden hat, mit dem man Tee trinken kann, war das hier oben oder war das drunter? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Das werden wir ja sehen, wenn es das Motiv abgibt. Ne? Dann kommen wir jetzt zur 13. Tee trinke ich gerne mal im Winter. Ne? Zur 13, eine relativ große Schachtel. Haben wir hier auch wieder ein Textchen oben? Nein. Da ist Schokolade abgebildet und Nüsse haben wir hier Zimtgranola mit Schokolade und gebrannten Mandeln. Ich werde bekloppt, Leute. Ja, auch wieder 75 Gramm Müsli mit Vollmilch und Zartbitterschokolade, Mandeln und Zimt, Haferflocken, Kernkornflocken, ja und so weiter und so fort. Leute, ich sehe schon, also ihr seht, ne, ich bin völlig hin und weg, sag ich mal. Das wird alles ausprobiert. Also ich denke, das wird auch alles schmecken. Ich hoffe es, dass es alles schmeckt. Hier haben wir die 14. Die 14 haben wir wieder ausgeschrieben. Und sind ja nur noch 10 Tage bis Heiligabend. 14. Ja, Jingle Bells steht hier oben. Hm. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Von mir aus kann Weihnachten jetzt schon kommen. Haben wir einen Schokoriegel mit gepufften Dinkel. Oh ja, lecker, lecker, lecker. Ist bloß ein Schokoriegel, ne? Oh, ich bin gespannt. Da bin ich auch richtig gespannt drauf, ja. Ich sehe schon, das wird hier was. Also ich bin ja jetzt schon hin und weg. So, 15. Die 15 haben wir hier. 15 wieder ausgeschrieben. Haben wir hier wieder irgendwie was? Nö, kein Hinweis. Ne? Was haben wir denn hier? Nussfruchtschnitte. Okay, eine Nussfruchtschnitte in der 15. Mit Dattel und Nuss. Ja, okay. Ne? Man hat hier natürlich überall jetzt Nüsse drin. Wer natürlich eine Erdnussallergie hat, überhaupt generell eine Nussallergie hat, soll ja Menschen geben. Für die ist das, glaube ich, denn nichts. Ne? Schade eigentlich. Ne? Sind ganz lecker Sachen bestimmt. Tut mir ja leid für diese Leute. So, dann wird gar nicht umgedreht. Wieso habe ich denn das mal sehen? Das fühlt sich auch wieder so schwer an. Die 16 haben wir hier auch einen Text oben stehen. 9. Wieder ein Gläschen. Es fühlt sich schwer an. Oh. Waldhonig. Wieder ein kleines Gläschen. Waldhonig. Nam, nam, nam. 50 Gramm. Kann man auch schön in Tee machen, mit Milch trinken, je nachdem. Kann man zum Beispiel mit in diesen Tee hier reinmachen. Ne? Nur mal so ein kleiner Tipp, wer noch nicht drauf gekommen ist. Oh, aber kann man sich auch schön aufs Toastbrot schmieren, aufs Brot, ne? Auf die Brötchen. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erklären. Das wisst ihr, glaube ich, selber, Hadi. Ne? Du hast ein schlaues Publikum, die wissen das alleine. Nein, es muss anders hin. So. Dann kommen wir auch schon zur 17. Oh, ich mag den Kalender. 17. O-Tannenbaum. Ja. O-Tannenbaum, O-Tannenbaum. Und dann kennt ihr ja so diese Texte. Der Lehrer hat mich blau gehauen. Nein, das sagt man nicht. Nein.
Oh, wieder ein Oblaten-Lebkuchen glasiert. Na, haben wir wieder so einen Lebkuchen. Ja, ist okay. Na, ich hoffe, der schmeckt ein bisschen anders wie der andere. Okay, der ist schokoliert, der andere, der ist glasiert. Ja, ne, wir werden sehen, was das für einen Unterschied macht oder auch nicht. Geht hier was noch irgendwie? Oblaten, ja, mit Nüssen, alles mit Nüssen. Ja, super, wieder. Also ich zum Kaffee ist erstmal, ich habe mir gestern gefüllte Pfefferkuchen mit Aprikose gekauft. So, also diese Aprikosen, ne, die so mit Aprikosenfüllung. Oh, also ich muss sagen, die sind wirklich lecker. Dann kommen wir zur 18. Wie ein relativ großes. Die 18 sieht so aus. Haben wir hier ein? Nö, haben wir nicht. Hier steht auch kein Text um. Nougat-Kugel. Oh, ey, Hanni liebt Nougat. Ey, da fahre ich übelst voll drauf ab. Nuss-Nougat-haltige Schokofüllung, dragiert mit zartbitter Schokolade und Vollmilchschokolade. 30 Gramm sind hier drin und das sind so kleine Kügelchen, ne? Ich sag's euch. Ich liebe Nougat. Ich esse Nougat gerne. Kennt ihr diese Nougat-Standarder? Die sind auch richtig heiß gefährlich, ne? Ja, dann kommen wir zur 19. Oh, die ist hier oben, ne? Die ist wieder relativ groß. Die 19. Nur, schon den Weihnachtsbaum geschmückt. Schon mal ein kleiner Hinweis, den Weihnachtsbaum zu schmücken, ne? Natürlich jetzt noch nicht, ne? Es sei denn, man hat einen Plastikbaum. Dann kann man sich den hinstellen. Dann kann man den schon schmücken. Kann man ja jetzt mit Herbstdeko schmücken, den Plastik-Weihnachtsbaum. Mit Halloween-Deko, so kleine Halloween-Kürbisköpfe ranhängen. Ist auch, ne? Ist nur mal so eine Idee. Ja, wenn wir, oh, ja. Haferporridge mit Feige und Zimt. Geil, geil, geil. Porridge, also wie gesagt, wenn das schmeckt bestimmt auch gut. Haferbrei mit Feigen und Zimt. Ja, steht hier auf, das, ja, wie bereite ich das jetzt zu? Oder mische ich mir das ins Müsli? Das macht man wahrscheinlich, muss man einfach nur Milch warm machen und das Porridge rein oder wie? Schreibt mir das mal bitte in den Kommentaren, wie ich jetzt das lose so zubereiten soll. Mit Wasser? Ich weiß es nicht, Leute. Na, könnt ihr mir ja in den Kommentar schreiben, wie ich das am besten zubereiten kann. Mit Wasser, Milch, muss ich da, ich denke mal, so wird das auch sein, ne? Ja, okay. Ja, lecker, freue ich mich. Also bis jetzt hat mich noch nichts irgendwie abgeschreckt, wo ich sage, nee, das würde mir nicht schmecken, das probiere ich nicht. Also ich probiere alles durch, komplett, wird alles durchprobiert, Leute. Da beißt die Maus keinen Faden ab, sei euch. So, dann kommen wir zur 20. Und da steht oben so viel Gemütlichkeit und die Herzchen. Und dann haben wir hier, dann steht das Christkind vor der Tür. Genau, also das hier hast du Kerzen, 1, 2, 3, 4. Und dann gibt es ja so ein Lied, dann steht das Christkind vor der Tür, steht denn hier oben. Gucken wir mal, was drin ist, ne? Ja, so viel Gemütlichkeit. Aha, okay. Haben wir Schokoriegel, feine Bitter mit Beeren. Oh. Ich bin gespannt. Ja, also meine Schwester fährt ja auch übelst auf die Bio-Sachen ab. Vielleicht kriegt sie was davon ab. Ich weiß es noch nicht, Leute. Oder ich probiere mich selber da einfach mal durch. Die kann sich ja den Kalender auch selber kaufen. Also 22,95 wird es ja übrig haben. Ne? Ja, muss ich sagen. Ich bin gespannt auf die Produkte, Leute. Dann kommen wir, ja, dann sind wir ja schon bei der 21. Wo haben wir denn hier? 22? Nein, das ist die 22. Ach, die 21 haben wir hier ganz klein. Guckt mal. Süßes Schnittchen steht hier oben. Ne? Auf der 21. Süßes Schnittchen. Okay. Naja. Mangofruchtschnitte. Okay. Weiß ich noch nicht, ob ich das. Ich weiß, dass meine Mutti das so, glaube ich, gerne. Vielleicht kriegt sie das. Mal gucken. Oder ich probiere es einfach mal. Ich weiß noch nicht. Oder ich beiß ab und wenn es mir nicht schmeckt, kriegt sie das angepissen. Nein.
Mutti, hast du jetzt nicht gehört. So, ja, okay, ne, ein Schnittchen. Ja, Fruchtschnitte mit Mango und Dattel, ne? Ich liebe Datteln. Ich bin jetzt nicht so der Mango-Fan, aber so Datteln gehen auch mal klar, ne? Und bei uns im Kaufland gab es immer, die letzten Jahre gibt es wahrscheinlich bei euch auch, das sind so Datteln gefüllt mit Marzipan. Die sieht man denn in der Obstabteilung, Gemüse- und Obstabteilung. Geht ja jetzt so langsam los, wo die ganzen Nüsse denn noch sind. Und dann gibt es immer da so eine verpackten Eimer. Gibt es die verpackten Datteln gefüllt mit Marzipan. Und dann glaube ich einfach nur so. Die sind so lecker. Die gönne ich mir dann auch denn immer jedes Jahr. Ne? Die sind zwar auch ganz schön teuer, aber mal kaufe ich mir dann eine Packung und dann gönne ich mir das mal. Wie gesagt, die sind richtig lecker. Ja, dann kommen wir zur 22. Ja, die ist gleich hier, ne? Ein schmales Kästchen. Oh, guck mal. Ja, nur noch zweimal schlafen. Okay. Ja, hier sind so Schoki abgebildet und Orange. Also Schoki in Kombination mit Orange. Oh, Da hat mir meine Mutti letztes Jahr zu Weihnachten was geschenkt. Das sah aus wie ein Apfel. Und das waren auch richtig Apfelhälften, so als Schokolade mit Orangengeschmack. Boah, die waren so geil. Ich habe gesagt, Mutti, dieses Jahr möchte ich die gerne wieder haben. Bitte hol mir das nochmal. Aber die Minte, da gab es auch noch eine andere Geschmacksrichtung. Aber die waren richtig lecker. Dinkel-Orangenkeks, ja gut. Dinkel-Orangenkeks mit Schokolade steht hier unten. Ne? Da mit Schokolade, Dinkel-Orangenkeks mit Schokolade. Ja, okay, hört sich auch ganz interessant und lecker an, muss ich sagen. Oh, oh, also ich glaube, das wird hier was mit uns. Das wird hier was mit uns, Leute. Ja, richtig geil. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon. Och, sind wir schon bei der 23? Das ist jetzt ein Tag vor Heiligabend. Schickt mir Schnee, genau. Schickt mir Schnee, nicht nur mir. Schickt uns dieses Jahr mal bitte Schnee. Lieber da oben, du, da. Ich will auch mal Schnee haben wieder zu Weihnachten. Ja. Weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, dass wir mal weiße Weihnachten hatten. Also das ist schon ganz viele Jahre her. Da weiß ich noch ganz genau. Das letzte Mal, als wir richtig Schnee hatten, war das da? Könnt ihr euch noch an die Dschungelcamp-Folge, wer Dschungelcamp guckt, erinnern? Da hat dieser Costa Cordalis gewonnen. Und da haben wir nämlich gerade meine Wohnstube renoviert mit Mutti und Muttis Freund. Und da haben wir den Abend noch Dschungelcamp geguckt. Und ich weiß, da war richtig böse Schnee, aber wirklich Meter hoch. Das weiß ich noch ganz genau, das weiß ich noch wie heute. Ja, wann hat Costa Cordalis gewonnen? Schreibt mir das mal in den Kommentaren. Ja gut, der ist ja leider nur auch schon gestorben, ne? Schreibt mir das mal in den Kommentaren, wann das war. Dann haben wir hier gebrannte Mandeln. 30 Gramm Tüte. Ich liebe gebrannte Mandeln, wenn man sich nicht ab und zu mal so die Zähne dabei ausbeißen würde. Ist mir schon leider oft passiert, dass man dann immer mal so, ja, ne? Ja, muss man dann halt vorsichtig machen. Und da es ja wahrscheinlich dieses Jahr mit Weihnachtsmärkte sich erledigt hat, kann man sich da keine gebrannten Mandeln mehr holen, ne? Schade, kann man ja auch wohl ganz einfach selber machen oder kaufen. Aber die gekauften, die abgepackten, schmecken nicht so wie die auf dem Weihnachtsmarkt, ne? So. Das ist genauso wie schokoladenüberzogene Früchte. Wenn man die zu Hause selber macht, das schmeckt nicht so wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ist euch das mal aufgefallen? Ne? Auch Glühwein. Die werden nichts anderes haben da an Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Aber auf dem Weihnachtsmarkt schmeckt das alles besser, wie als wenn man sich den zu Hause macht. Ne? Es ist ein Kreislauf, Leute. Und wahrscheinlich ist es so dieses Weihnachten-Flair. Oh, die sind ganz schön alle aneinander gebackt. Okay, gebrannte Mandeln. Oh. So viel leckere, süße Sachen. Ist ja wenigstens, ist es ein bisschen mit einem guten Gewissen, weil man denkt, Bio, ne, ist besser. Naja, ach, jetzt kommen wir zur, ist das hier richtig rum? Das ist doch gar nicht richtig rum. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Naja, wir werden gleich sehen, wie die 24 aussieht. Nee, das kommt doch hier runter. Anni, Ordnung, Ordnung muss sein. So. So. Da, genau, so ist das Bild richtig. Gleich ist es richtig.
Und jetzt kommen wir zur 24, Leute. Ist das ein Riesen-Oschi? Da möchte ich, und das ist auch ausgefüllt. Hier stehen die verschiedenen Merry Christmas und so weiter in verschiedenen Sprachen oben. Finde ich sehr toll. Dann steht hier noch oben Fröhliche Weihnachten wünscht DM Bio. Oh ja, wünsche ich euch auch. Ne? Ihr habt wirklich einen Top-Kalender gemacht. Also muss ich wirklich sagen, mir gefällt der. Und wir gucken rein, was drin ist. Mini-Dinkel-Spekulatius, Leute. Ich werd bekloppt im Kopf. 90 Gramm Tüte. Ja, reicht alles für mich komplett zu. Ne? Für mich alleine, ne? Zum Ver... Oh, das sind so kleine Spekulatius-Kekse. Das sind kleine Spekulatius. Ihr kennt ja die Spekulatius-Kekse, ne? Die größeren, ja, das sind dann halt die kleinen. Ich freue mich so. So, guckt mal. Und so ergibt es das Bild, ne? Da. Und sind die Boxen alle richtig? Naja, doch. Bisschen. Ich glaube ja, das ist alles gut, so wie es ist. Und so sieht das Motiv aus, ne? Sehr schön. Wie gesagt, und dann hat man hier keine Werbung von DM Bio und den kann man wunderbar schön weiterverwenden und dann hat man nicht. Weil dies werde ich dann auch die Seite verwenden, wenn ich den selbst befülle. Ne? Und dann sieht man die Werbung von DM Bio nicht. Finde ich sehr gut. So, wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir ein Däumchen nach oben. Ne? Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich gebe dem Kalender auch erstmal ein Däumchen nach oben. Finde ich toll, die Produkte. Und ich bin gespannt, wie sie so schmecken. Bei Instagram bin ich auch. Du darfst mich da gerne followen. Ne? Und ihr dürft mich auch sehr, sehr gerne abonnieren. Den Abo-Button anmachen. Und die Bümmel, die Ding-Dong, ne? Damit ihr über Videos von mir informiert seid. Ne? Kein Video mehr von mir verpasst. Und ja, zum Schluss blende ich hier die Playlist ein. Meine Adventskalender-Invasion, wo ich jeden Tag Adventskalender letztes Jahr geöffnet habe. Ne? Dann die Playlist von den Adventskalendern, die ich bis jetzt so unboxed habe. Und den aktuellsten Upload werdet ihr auch hier sehen. Und mein Kanal, der völlig kostenlos ist zum Abonnieren, werdet ihr ja auch sehen. Ne? Ist ja alles nicht zu übersehen. Ne? Und ich sage dann mal Tschüssi, es war mir heute wieder ein ganz besonderes Fest. Macht's gut, eure Hani.